Hallo Leute, willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Auf dem Bild sehe ich zwei ältere Männer. Auf dem Bild sehe ich zwei ältere Männer. Sie sitzen zusammen an einem Tisch in einem Restaurant. Sie sitzen zusammen an einem Tisch in einem Restaurant. Auf dem Tisch stehen zwei Teller mit Essen und zwei Gläser mit Getränken. Auf dem Tisch stehen zwei Teller mit Essen und zwei Gläser mit Getränken. Im Hintergrund sieht man ein Schild, auf dem Fish and Chips steht. Im Hintergrund sieht man ein Schild, auf dem Fish and Chips steht. Die beiden Männer schauen in die Kamera. Die beiden Männer schauen in die Kamera. Der Mann links im Bild lächelt. Er trägt ein weißes T-Shirt und eine kurze Hose. Der Mann links im Bild lächelt. Er trägt ein weißes T-Shirt und eine kurze Hose. Der Mann rechts im Bild hat einen langen Bart. Auf seinem Kopf ist eine Sonnenbrille. Der Mann rechts im Bild hat einen langen Bart. Auf seinem Kopf ist eine Sonnenbrille. Es ist wahrscheinlich Sommer, weil die Männer im Freien sitzen und sie kurze Kleidung tragen. Es ist wahrscheinlich Sommer, weil die Männer im Freien sitzen und sie kurze Kleidung tragen. Ich denke, dass die beiden Männer befreundet sind. Sie haben sich vielleicht schon länger nicht gesehen. Ich denke, dass die beiden Männer befreundet sind. Sie haben sich vielleicht schon länger nicht gesehen. Die beiden Männer scheinen sehr zufrieden zu sein. Die beiden Männer scheinen sehr zufrieden zu sein. Meiner Meinung nach, es ist wichtig, dass man die Freundschaft halten und so oft wie möglich seine Freunde treffen. Meiner Meinung nach, es ist wichtig, dass man die Freundschaft halten und so oft wie möglich seine Freunde treffen. Ich sehe auf dem Bild 8 Personen. Ich sehe auf dem Bild 8 Personen. Ein Mann, 3 Jungen und 4 Mädchen. Ein Mann, 3 Jungen und 4 Mädchen. Ich glaube, der Mann ist ein Lehrer und die Jungen und die Mädchen sind die Schüler. Ich glaube, der Mann ist ein Lehrer und die Jungen und die Mädchen sind die Schüler. Der Lehrer ist ungefähr 50 Jahre alt und die Schüler sind ungefähr 13 Jahre alt. Der Lehrer ist ungefähr 50 Jahre alt und die Schüler sind ungefähr 13 Jahre alt. Ich glaube, sie sind in der Mittelschule. Ich glaube, sie sind in der Mittelschule. Sie sitzen auf Stühlen. Kann man auch auf dem Bild viele Tische sehen? Sie sitzen auf Stühlen. Kann man auch auf dem Bild viele Tische sehen? Auf den Tischen liegen Hefte und Bücher. Auf den Tischen liegen Hefte und Bücher. Die Schüler heben ihre Hände. Die Schüler heben ihre Hände. Ich glaube, der Lehrer hat ihnen eine Frage gefragt und meist der Schüler wollen die Frage antworten. Ich glaube,
Der Lehrer hat ihnen eine Frage gefragt, und meiste Schüler wollen die Frage antworten. Das Bild wurde am Tag fotografiert. Das Bild wurde am Tag fotografiert. Auf dem Bild sehe ich zwei Personen, einen Arzt und eine Patientin, die in einer Praxis oder einem Krankenhaus sind. Auf dem Bild sehe ich zwei Personen, einen Arzt und eine Patientin, die in einer Praxis oder einem Krankenhaus sind. Ich denke, ihre Auge tut weh, weil sie ein geschwollenes blaues Auge hat. Ich denke, ihre Auge tut weh, weil sie ein geschwollenes blaues Auge hat. Vielleicht hat sie einen Unfall gehabt. Vielleicht hat sie einen Unfall gehabt. Der Arzt trägt einen Arztkittel und ein Stethoskop um seinen Hals. Der Arzt trägt einen Arztkittel und ein Stethoskop um seinen Hals. Außerdem steckt ein Kuli in der Brusttasche seines weißen Kittels. Außerdem steckt ein Kuli in der Brusttasche seines weißen Kittels. Ich glaube, dass der Arzt die Patienten untersucht hat. Ich glaube, dass der Arzt die Patienten untersucht hat. Er gibt ihr Schmerztabletten. Er gibt ihr Schmerztabletten. Ich denke, er erklärt ihr, wie oft sie die Medikamente einnehmen soll. Ich denke, er erklärt ihr, wie oft sie die Medikamente einnehmen soll. Die Patientin lächelt, obwohl sie sehr müde und krank aussieht. Die Patientin lächelt, obwohl sie sehr müde und krank aussieht. Meiner Meinung nach muss man sich immer um seine Gesundheit kümmern und bei Unfällen sofort in die Notaufnahme gehen. Meiner Meinung nach muss man sich immer um seine Gesundheit kümmern und bei Unfällen sofort in die Notaufnahme gehen.